Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Alundra. In der Mine von. Nee, in der Höhle von ganz, ganz vielen Echsen, die alle ganz, ganz große Arschlöcher sind. Und ja, wir haben keine Heilung mehr und. Das ist sehr schlecht. Aber es gab ja noch ein paar Kisten, oder? Da würde ich jetzt gern einmal schnell gucken gehen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo diese Kisten waren, wo diese Heilung auch drin ist. Ich schau mal. Nein, geht weg. Lass mich. Oh Gott, hoffentlich kommt der mir jetzt nicht hinterher. Und wir haben ja auch einen Schlüssel bekommen und irgendwo müssen wir den ja irgendwie einsetzen können. Ich weiß nur nicht wo. Schauen wir mal. Ja, Heilung brauche ich gerade nicht. Ich brauche nur Heilung, die ich in meine Tasche packen kann. Hier, die nämlich. Heilkräuter. Sehr gut. Haben wir wenigstens schon mal etwas. Und irgendwo muss es doch noch... geh weg. Verschlossene Tür geben. Frag mich jetzt aber nicht, wo die ist. Vielleicht bin ich auch schon grandios an dieser vorbeigelaufen. Man weiß es aber nicht genau. Ach nee, das ging ja nicht. Haha. War das irgendwo hier unten? I don't know. Aber hier ist ja... Ach, hier ist ja noch eine Kiste. Genau. Hier müsste doch das grüne Elixier drin sein. Oh, perfekt. Wir sind nicht ganz aufgeschmissen. Jetzt muss ich nur noch mal hochlatschen. Das war noch nicht die Plattform, die ich haben wollte. Da ist sie. Ja. Drehen wir nochmal eine Ehrenrunde. So. Na, komm mir nicht in die Quere. So. Ah, Geld. Kann ich gebrauchen. Wir haben ja mittlerweile 400 Gulden. Wir können uns also das eine Herzteil kaufen. Herzteil, sag ich schon wieder. Den Lebensdiamant, meine ich natürlich. Wo war denn die eine verschlossene Tür? War die hier? Nee, hier ging ja die Treppe hoch. Hä? Aber hier war sie, glaube ich, auch. Nee, hier war keine Tür. Das ist jetzt nicht so schön, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo diese Tür ist. Nee, hier... Nein. Hier war doch auch keine. Ja, ja, mach dir mal. Oh. Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass ich nicht weiß, wo das ist. Ach, hier war das ja. Bringt mir das denn irgendwas? Süpp, nicht da rein. Guck mal, da waren wir noch gar nicht. Und die Tür geht auch nicht auf. Okay. Fragt sich nur, wie ich zum Henker dahin komme. Vielleicht gehe ich einfach nochmal... ihr seid doof. Von außen rein. In dieses Höhlchen. Hallo. Tschüss.
Ja, Reptilienhöhle. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht, ne? Ich gehe vielleicht nochmal... Nee, ich gehe hier oben lang. Vielleicht doch nochmal in der Nähe des Speicherpunkts gucken, weil ich glaube, ich habe mich da nicht so genau umgeschaut. So. Ach, jetzt muss ich schon... Ach, Mann. Wieder die Waffe wechseln. Nein, das wollte ich nicht. Nee. Ja, aber nee, da. So. Dann schaue ich noch mal. Bleibt mir bloß vom Leibe. Hier war auch keine Tür. Aber hier auch nicht. Oder doch, warte mal. Hier war doch was, oder nicht? Ach nee, hier ist ja nur der Shortcut. Wo ist diese Tür? Hallo? Oh, ich hasse euch. Geht weg. Nee, da kamen wir ja nur da weiter. Wo muss ich hin? Ja, ach, verpiss dich doch! Da! Hier war nur der Schalter. Hier geht noch eine Treppe runter. Sind wir die schon gegangen? Nee. Bloß weg. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier ist ja noch was. Ah! Okay. Das, okay. Oh je. Oh Gott. Ein Heilkräuterding, ein Krafttrank. Here we go. Derjenige, der aus Dummheit das heilige Verlies betritt, soll die Schmerzen des tausend zermalmten Seelen spüren. WTF! Mami. Macht es Sinn, die Statuen zu zerstören? Ich glaube nicht, weil die nicht zerstörbar sind. Du da, weg mit dir. Erstmal das Kleinvieh hier wegschaffen, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Da oben kommen die raus. Die gehen aber nicht kaputt. Dann du. Da, ich habe jetzt schon die Hälfte meiner Leben verloren. Ah, geh weg. Jetzt sind die alle hinter mir her. Oh Gott. Geh weg, Alundra!
Oh Gott, das ist ja echt mies, ey. Scheiße. Nee. Die Echsen sind echt nervig, vor allem, weil die immer wieder kommen. Nach Scheiße. Nein, nein, nein. Weg mit dir. Konzentration! Oh Gott, ich hasse Echsen. In Alundra hasse ich Echsen. Oh, Mistvieh! Leben! Nein, 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 leben, leben, leben. Hup. So, ich könnte einmal den Wasserzauber anwenden. Sehr schön. Okay, damit hätten wir das. Ein bisschen Heilung und der Gegner ist besiegt. Ich sollte öfter an Zauber denken. Reptilicus Maximus besiegt. Schöner Name. Muss man ja mal sagen. Jetzt weiß ich es genau. Du bist der Erlöser, Alundra. Einer mit so großer innerer Stärke und Entschlusskraft ist wahrlich kaum zu finden. Wenn du entschlossen bist, bis zum Tode zu kämpfen, dann kannst du Melzers herausfordern. Höre meinen Worten, Erlöser. Ich werde Jill genannt. Ich bin einer der sieben Wächter. Einst war ich ein Schmied, der die Geheimnisse des Lebens verstehen wollte. Um das Böse unter den Sterblichen zu bekämpfen, habe ich mein Dasein geopfert und bin in die Zeit eingegangen. Ich habe darüber nachgedacht, ob dem Licht in deiner Seele zu trauen ist. Aber denke daran, Melzers zu besiegen kann das Ende der jetzigen Wirklichkeit bedeuten. Wenn du mit diesem Risiko leben kannst, dann mache weiter. Ich möchte Geschenke. Ich krieg keine Geschenke. Ach doch, die Tür müsste doch jetzt hier oben aufgegangen sein. Ja! Super, sauber, klasse, toll. Ui, Feuerschriftrolle erhalten. Das klingt nett. Oh ja, das klingt sehr nett. Sehr, sehr nett. Huh. Feuerschriftrolle. Stufe 1 Feuerzauberkraft. Angriff mit Feuerraketen. Stufe 1. Es gibt mehrere Stufen. Das ist auch Stufe 1. Und das ist auch Stufe 1. Interessant. Was ist hier drin? Oh! Saphir-Wappen erhalten. Endlich haben wir mal ein Wappen. Also jetzt insgesamt 2, aber es hat lange gedauert, bis wir das zweite bekommen haben. Super. Super, super. Dann haben wir hier ja unsere Arbeit getan. Zep. Dann wollen wir mal hier raus. Blub, 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 blub. Geh hoch, Mensch. So. Alles klaro. Da. Das Erste, was wir tun werden, wir haben jetzt einen Feuerzauber. Und wir können hier lang. Schau mal. Da oben ist eine Kiste. Gut zu wissen. Hier ist auch einer. Oh, wir finden in letzter Zeit so verdammt viele davon. Das ist echt geil.
Wie viele Lebenspunkte kann Alundra eigentlich maximal haben? Das frage ich mich gerade. 30? Vielleicht. Und ich glaube, mit dem Feuerzauber könnten wir vielleicht... Ein goldener Falke. Vielleicht diese Dornbüsche verbrennen. Das muss ich mal ausprobieren. Wenn ich denn Zauberkraft hätte. Aber nun gut. Wollen wir vielleicht erstmal... Ja, wohin vor Schreck? Hier ist nur das. Ich möchte mir noch den Lebensdiamanten aus dem einen Laden holen. Wenn ich jetzt wüsste, wo der wäre. Tarns Anwesen, Dunkler Sumpfdorf von Noah. Die Kisten sind auch noch sehr interessant für mich. Die werde ich auch mal versuchen zu holen. Aber irgendwie nicht von hier. Von wo dann? Bäh, Cursor. Weil, ja, Telefon, geh doch einfach mal los. Hä, hey, Moment. Ja, ist das schön, wenn das Telefon in der Aufnahme klingelt, ne? Ja, das ist wunderbar. So, wie komme ich darüber? Wie komme ich darüber? Man weiß es nicht genau. Da ist so ein Brennerbusch. Okay, er brennt noch nicht, aber hoffentlich bald. Und ich lasse mich hier schon wieder umbringen. So, wie komme ich da hin? Man weiß es nicht. Von der rechten Seite. Da, schau mal. Das versuchen wir doch mal irgendwie. Aber ich komme ja schon nicht mal hier hoch. Wo war denn jetzt eigentlich dieser eine Händler? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. War der irgendwo unten? Doch, der war doch an diesen Klippen des Wahnsinns. Aber ich brauche erstmal Zauberkraft. Die habe ich ja gar nicht. Ist ja alle. Das ist ein bisschen nervig. Dann gehen wir halt doch erstmal zurück nach Inua. Bevor wir hier uns weiter umschauen. Hier lang, oder? Ja. Genau. Ich habe dich gesucht, Alundra. Ich habe schlechte Nachrichten. Was gibt es sonst hier? Giles hat auch einen Albtraum. Obwohl er nicht gerade dein Freund war, solltest du ihm helfen. Es wäre eine Schande, wenn er zu früh zum Magiskar zurückkehren sollte. Besonders, wenn du ihm helfen könntest. Ich habe nie vom Magiskar erzählt. Oh je, ich werde senil. Nach der Legende wird dort alles erschaffen und auch wieder zerstört. Es ist der Anfang und das Ende. Wir werden dort geboren und wenn wir sterben, kehren wir dorthin zurück. Wo es ist? Nördlich vom Dorf, in der Nähe vom Berg Torla. Dort leben die Schleimigen. Es wäre besser, wenn du dort nie hingehen müsstest, verstehst du, was ich sage? Und wo gehst du jetzt hin? Okay, ich werde erstmal gucken. Wo könnte ich denn meine Zauberkraft auffrischen? Weil einfach schlafen ist wohl nicht. Oder? Oder? So. Nein. Einfach schlafen ist natürlich nicht. Warum sollte es auch?
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen einkaufen. Und ich werde dann vor der nächsten Aufnahme nochmal etwas Geld sammeln. Denn dann haben wir ja keine 400 Gulden mehr für das Herz. Ich wollte schon wieder Herzteil sagen. Für den Lebensdiamanten. Und den möchten wir ja auch unbedingt haben. Ja, ist recht. Und ich werde auch mal schauen, wie ich an die Kisten rankommen könnte. Damit ich da nicht jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, euch damit rumnerve, dass ich nicht weiterkomme. So, und das kaufe ich auch noch. Ja, machen wir. Gut. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich sag dann schon mal, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich kaufe noch ein bisschen ein und sammle dann Geld. Bis dann.